Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ultraleichtes Geschirr. Marcel und ich sind für, sagen wir mal, ein paar Minuten gehen wir jetzt noch an den Forellenteich und hoffen, dass wir hier jetzt gleich ein, zwei Forellen rausziehen können. Das wäre schon gut für die Zeit. Und, aber ich denke, das klappt schon. Also, drückt uns die Daumen und wir holen jetzt mal ein paar Fische raus. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Fada. Had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time's not still, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. Kleine Forelle. Hat die gut reingeknallt, ich bin's gut. Der Kleine war gierig, aber ich glaube, der schmeckt noch nicht so gut, der ist noch nicht schön groß, deswegen darf der wieder rein. Aber Einschlag wie ein großer. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home.
But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Nächste Forelle auch wieder aufs Huhn gefangen. Schöne Küchengröße. Darf zu seinem Freund gehen. Kameradenschwein, ich habe gerade meine Route in dir gegeben und bin mit dem Kessel hier hingerannt. Und du bleibst da stehen und kümmerst dich um dein Bier. Wenn man Ahnung hat, ne? Dann, ich sehe das aber nicht. Ich habe echt was mit den Augen. Nee, ich habe das Problem, ich sehe die Fische, ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Ich habe aber das Geschirr nicht. Und jetzt überhaupt nicht. Ja, super. Ich habe hier nicht das Geschirr, um überhaupt was machen zu können. Rein, 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 rein. Wo ist sie? Ja. Ja, liebe Freunde, wir machen hier gerade unsere finalen Würfe. Ist gleich leider schon wieder zu Ende die Zeit. Die letzten 10, 15 Minuten waren die besten, denke ich, des Angeltages, wo die anderen hier weg waren. Ich denke, wir gehen hier mal einen ganzen Tag hin, Marcel, oder? Bitte? Was ich denke, wir gehen hier mal einen ganzen Tag hin. Ja, können wir gerne mal machen, aber am besten irgendwie, wo nicht so viel los ist wie heute. Wenn da siehst, teilweise Leute mit 5 Routen brauchen einen halben See. Das ist dann schon extrem unfreundlich. Und war schon heftig mit teilweise 5 Routen. Also, dass die Leute teilweise mit 5 Routen gegangen haben und du mit deiner Spoon-Route quasi umzingelt wurdest. Praktisch gesehen haben wir aber jetzt zum Schluss noch einmal den Schwamm gefunden. Da man, wo es ruhig war, einmal schön unter der Wasseroberfläche sehen konnte. Oder ich ihn sehen konnte und Timo nicht sehen konnte, aber er hat trotzdem dann dank mir endlich mal anwerfen konnte und nichts großartig rausgekriegt hat, sondern nur verkackt hat. Aber ich hab voll schön rausgekriegt. Nein, Spaß beiseite. Also, jetzt zum Abend hin ist es nochmal ein bisschen besser geworden. Wir konnten jetzt ein bisschen Spaß haben, wie sich das am Forellenpuff, denke ich, auch mal gehört. Ja. Vor allen Dingen konnte ich die Route mal ein bisschen testen. Ja. Und die Rolle. So ein bisschen was von allem haben wir heute geschafft. Aber so ein Test, der dauert halt ein bisschen länger so. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und
Ja. Timo fängt immer noch keine Fische. Am Forellenpuff, selbst da ist es schwer. Aber Barsche fange ich überall. Interessanterweise.